Hallo ihr Lieben, hier ist Danny von Stempeltier. Heute mit einer kleinen Anleitung für diese süßen kleinen Froschgoodies. Die gibt es im Januar bei meinen Sammelbestellungen mit dazu. Und da ich oftmals gefragt werde, nachdem ein Päckchen angekommen ist, Danny, wie hast du das denn gemacht? Dachte ich mir, ich lasse jetzt die Kamera mitlaufen und zeige euch, wie diese kleinen Froschgoodies entstanden sind. Was benötigt ihr? Ihr benötigt zum einen die kleinen Zellophantüten in 5,1 x 20,3 cm. Die haben, finde ich, einen Wahnsinns Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sind 50 Stück drin und die liegen unter 5 Euro. Das heißt, sowas sollte man eigentlich immer zu Hause haben. Dann braucht ihr ein Stempelkissen. Ich habe jetzt hier das Memento genommen, weil ich die Frösche mit den Stamping Blends koloriert habe. Und da brauche ich ein wasserbasiertes Stempelkissen. Dann habe ich den Spruch Süße Grüße aus der Celebration genommen. Der ist, genau da ist er. Das Celebration Set kann man so ja nicht bestellen, aber ihr könnt es euch schenken lassen ab einem Bestellwert von 60 Euro. Genauso wie der Frosch, der befindet sich in dem Celebration Stempelset Froschkönig. Der war zu Beginn der Celebration schon so beliebt, dass er jetzt zwischenzeitlich auf Nachlieferung war. Momentan ist er wohl wieder direkt lieferbar. So, was brauche ich noch? Ihr braucht noch ein Stück Farbkarton in, ich habe jetzt hier passend zum Frosch, Kleegrün genommen. Das ist 2 Inch in der Breite und ein kleines Stück in die Mitte, das ist 1,5 Inch. Die Maße schreibe ich aber dann noch in den Blogartikel. Den könnt ihr unter www.stempeltier.de dann nachlesen. Warum 2 Inch und 1,5 Inch? Wenn ihr euch das Goodie anschaut, dann sind hier diese zwei kleinen Fähnchen. Und die habe ich nicht mit der Hand geschnitten, sondern mit einer unseren absoluten Must-Have-Stanzen, der Dreifach-Fähnchen-Stanze. Dreifach-Fähnchen deshalb, weil ihr einmal hier in das große 2 Inch reinlegen könnt, in das mittlere 1,5 Inch und in das kleine 1 Inch. Also könnt ihr drei Arten von Fähnchen stanzen. Das kommt dann hier am Ende, wenn ich jetzt mal hier den 1,5 reinmache. Das fährt dann so bis ans Ende und dann habt ihr euer Fähnchen. Und die sind eben dreifach übereinander stapelbar. Dann braucht ihr noch eine Kreisstanze, um den Spruch aufzubringen. Das ist jetzt in dem Fall die 2 Inch Kreisstanze. Zum Verschönern oder Dekorieren habe ich hier eins der Bänder, die es auch ab 60 Euro Bestellwert gratis gibt in der Celebration. Das hat jetzt die Farbe Limette. Das kommt in einem Fünferpack zu euch. Die anderen Farben sind Osterglocke, Grapefruit, Heideblüte und Babyblau. Auch die wunderbar für den Frühling, aber ich habe mir jetzt, wie gesagt, Limette rausgegriffen, weil ich eben auch mit dem farblich passenden Farbkarton Limette gearbeitet habe. Das ist auch eins der Dinge, weswegen ich so wahnsinnig fasziniert bin von Stamping Up, dass wir einfach alles farblich zueinander passend haben. Ja, und dann braucht ihr natürlich noch Gummifrösche in irgendeiner Form. Ups. Als erstes habe ich mir jetzt drei kleine Gummifrösche abgepackt, die in diese Zellophantüte reingesteckt. Dann habe ich zwei Stück Farbkarton. Jeweils in der Breite, wie ihr sie für die Fähnchenstanze braucht. Also das große Fähnchen ist 2 Inch. Die wird hier so reingesteckt. Und dann habt ihr den unteren Teil.
Der kleinere Streifen in die Mette ist 1,5 Inch in der Breite. Auch der kommt hier reingeschoben. Die passen dann immer prima aufeinander, wenn ihr die so drauflegt. Jetzt habe ich hier so einen Überstand, das ist aber nicht schlimm, weil den klappe ich am Schluss um, sodass man das nicht mehr sieht. So, die beiden würde ich jetzt schon mal zusammenkleben. Wenn ihr mit dem Flüssigkleber arbeitet, ihr braucht wirklich wahnsinnig wenig, der ist sehr, sehr sparsam. Nehmt da nicht zu viel. Als nächstes brauchen wir das runde Etikett. Dafür habe ich ein Stück Flüsterweiß. Da wird jetzt ein Kreis in 2 Inch ausgestanzt. Dann habe ich mir aus dem Stempelset Süße Grüße für dich schon den Süße Grüße rausgenommen. Den stempel ich jetzt oben in den Kreis. Erstens mal finde ich, passt der Spruch ganz toll in diese Rundung. Und zum anderen brauche ich ja noch Platz für meinen Frosch. Den Frosch stempel ich mir ebenso wieder mit Memento. Das ist wichtig, weil ihr, wenn ihr die mit den Alkoholmarkern ausmalt, muss es eine Tinte auf Wasserbasis sein. Sonst verschmiert euch die Tinte. So. Der Einfachheit halber, damit es jetzt beim Video etwas schneller geht, lasse ich das mit dem Kolorieren mal weg. Dazu gibt es ein separates Video hier auf meinem YouTube-Kanal, das blende ich euch ein. So ein paar Tipps und Tricks, was ihr beachten müsst, wenn ihr mit den Blends arbeitet. Wie gesagt, die sind jetzt koloriert und am Schluss habe ich sie mit unserer Papierschere ausgeschnitten. Dann schauen sie so aus. Jetzt kommt hier hinten drauf noch ein Stamping Dimensional, damit sie so ein bisschen einem entgegenkommen. Ja, noch eine Reserve. Und dann kann eigentlich schon zusammengebaut werden. Ich nehme mein Tütchen, nehme mein Etikett, lege mir das so drauf, dass mir das passt. Klappe mir das hier um. Dann nehme ich meinen Tacker. Mal das nochmal zusammenknüdeln. Lege mir das hier drauf. Und das Tolle ist, diese Tütchen von der Breite 2 Inch und die Fähnchenstanze 2 Inch passt einfach perfekt von der Größe zusammen. Das ist jetzt auch nicht schlimm, dass man hier die Nadeln sieht, denn da kommt ja jetzt der Spruch drüber, den könnt ihr jetzt auch, wenn ihr wollt, mit 3D-Klebepads erhöhen. So, ups. Meine Finger sind heute etwas gelb. Ich habe Druckerpatronen gewechselt und irgendwie ist die ausgelaufen. Jetzt bin ich total gelb. So, jetzt kommen hier die süßen Grüße obendrauf. Dann kommt als nächstes unser kleiner Frosch und als besonderen Akzent habe ich mir hier eben noch das Schleifenband in Limette geschnappt. Das, auch das ist ein Gratis-Artikel aus der Celebration. Das kommt jetzt hier noch drum. Eine kleine Schleife, wenn sie denn so mag wie ich. So, abschneiden und ja, fertig sind sie und können in die Pakete und auf die Reise gehen. Die Maße findest du dann nochmal auf meinem Blog und auch die ganzen verwendeten Produkte, die du gerne bei mir bestellen kannst.
dann kannst du dir vielleicht auch, wenn die Bestellung innerhalb der Celebration erfolgt, den Froschkönig oder die süßen Grüße gratis aussuchen. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mir und lass mir ein Däumchen da. Du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich habe vor, etwas mehr Videos wieder zu drehen und dann würdest du keins verpassen. Das war's für heute. Macht's gut, euer Stempeltier.